Hallo Leute, hier ist euer Dream Team und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, Daily Vlog. Genau, hier auf unserem Kanal. Jawohl. Heute geht es an den schönen Bodensee und wir zwei wollen einen schönen Tag verbringen. Was heißt Tag verbringen? Wir gehen eigentlich nur an die Bodensee-Therme. In die Bodensee-Therme. Und in den Bodensee wollen wir ein bisschen baden gehen. Ja, weil es so kalt ist. Während Corona sind dort nur Zeitintervalle möglich. Deswegen haben wir uns jetzt ein Ticket zwischen 16 und 19 Uhr für 3 Stunden halt gebucht und wollen euch dabei mitnehmen und euch ein bisschen die Therme zeigen sozusagen. Also ein paar Eindrücke, sagen wir es mal so, nicht direkt zeigen, die Umkleide oder so. Das nur den Ausblick. Genau. Und wir können euch jetzt bis jetzt dahin nicht versprechen, ob das möglich ist, aber ich denke mal schon, weil wir natürlich andere Leute ja nicht gerne zeigen wollen. Natürlich. In Badeklamotten. Also wir fragen nach, ob wir überhaupt mal filmen dürfen. Genau. Falls wir ein Update haben, sagen wir es euch auf jeden Fall, nur dass ihr schon mal davon informiert seid. Aber sonst nehmen wir euch gerne mit. Philipp, warum machen wir denn das Ganze? Ach so, ja, weil ich Vanessa noch eingeladen habe als Monatsgeschenk. Na, was heißt Monatsgeschenk? Wir sind jetzt 2,5 Jahre zusammen. 2,5 Jahre zusammen, also, und danach gehen wir noch italienisch mehr essen. Ja. In ein schönes Restaurant genau am See. Und dann nehme ich auch dabei mit. In dem Sinne, Kussele. Und auf geht's. So, wir sind da. Ja. Wir laufen jetzt hier lang. Laufen und hier. Ja, wir sind am schönen Bodensee, hier ist es heiß. Ja. Und wir gehen jetzt in die Therme. Ja, und irgendwie haben wir ganz komisch geparkt. Wir haben nicht ein Parkhaus, sondern irgendwie. Ja, wir haben nicht mal Bargeld fürs Kartenhaus zahlen. Fürs Kartenhaus. Wie heißt das für Ding? Automaten. Nein, schauen wir, vielleicht kriegen wir es hin. Ja, hoffentlich. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal zum Ticket. Ticketing, wie im Freizeitpark. Und dann werden wir 2,5 Stunden genießen. Genau. Hallo. Hallöchen. Vanessa hat nasse Haare. Ja. Ihr wisst, was passiert ist. Wir haben es euch am Anfang gesagt. Wir wurden darauf hingewiesen, nicht im Schwimmbad zu filmen. Genau. Natürlich halten wir uns dran. Und wir sind jetzt aus der Therme mittlerweile raus. Da hinten, Bodensee. Ich liebe den Bodensee. Wir waren sogar im Bodensee schwimmen. Bei 19 Grad Wassertemperatur. 19 Grad Wassertemperatur. Aber es ging. Wir können nicht nur die Roller Wildwasserbahn oder Supersplash fahren, wir können auch das. Genau, jetzt laufen wir zu unserem Auto und dann gucken wir mal, jetzt gehen wir mal essen wollten. Essen gehen, gell? Ja, und dann können wir euch hoffentlich noch ein paar Impressionen vom Bodensee zeigen. Das machen wir. So, wir sind jetzt hier im Restaurant Riva, genau am See, und wir bestellen. Ja, und erstmal hier Kontaktformular ausfüllen. Ja, sorry für Schwenken, aber anders geht's gerade nicht. Und ja, wir schauen jetzt einfach mal und dann zeigen wir euch, was es zu essen gibt. Guck, Vanessa. So, wir waren jetzt essen. Das Essen war super, super, super lecker. Oh ja, mein Ranzen tut weh. Das war echt mega lecker. Und jetzt laufen wir noch in den Abendsonnengang hinein und nehmen euch dabei mit. Und stinken nach Knoblauch, aber Gott sei Dank gibt es kein Geruchs-YouTube. Ja. Und hauchen euch jetzt weg in die Dimension der Impressionen. Thank you.
So, nach diesem schönen Impression, wir sind einmal vor und zurück, habt ihr gesehen, wunderschön. Ja, schön. Ich liebe den Bodensee und das Meer und ja, Wasser ist total mein Ding. Hat uns mega gut gefallen, der kleine Spaziergang hier. Und ja, wie soll ich sagen, schaut mal hier. Oliva, Pizza, Pasta, Salate. Sehr gut. Das ist hier in Sipplingen. Ja, der Müll auch. In der Nähe von Ludwigshafen. Hinten, hinter Philippskopf. Genau. Der ist nicht so gut. Ja, genau, blöd, Sipplingen in der Nähe von Ludwigshafen am Bodensee. Restaurante Bistro Oliva. Gönnt genau. Euch. Verlinken wir unten auf die... Und ruft unbedingt an und macht euch einen Termin, nicht, dass ihr dann nachher keinen Platz... Also wir haben jetzt keinen Termin gehabt, wir haben gesagt, komm einfach vorbei, haben Glück gehabt. Ah, ja, wir haben Glück gehabt. Und genau, schmeckt mir echt gut. Also, wir gucken jetzt, ob wir noch ein Eis finden. Genau, ein Eis und dann melden wir uns eventuell später und ansonsten noch das Fazit zum Tag. Ja. So, wie man sieht, wenn er sagt Eis. Was hast du für ein Eis? Papier, Haselnuss und Cookies. Ich habe einen Becher, Pistazie, Stracciatella und Haselnuss. Illumina Fantasie. Ja, im Magen jetzt damit. Und ich würde sagen, gönnen wir uns jetzt das Eis, gell? Vorschmilz, oder? Vorschmilz. Nicht so viel Lava. So. Eis kaputt. Njam. Hat gut geschmeckt. Sehr lecker, ja. Und jetzt unser Fazit zu dem heutigen Tag. Ja, also das Schwimmbad ist nicht mega geil, weil lange nicht mehr Corona Schwimmbad. Da müssen wir vorher. Wir waren, glaube ich, schon seit letztem Jahr oder vielleicht dieses Jahr ein oder zweimal. Ich glaube, wir waren dieses Jahr nur einmal im Schwimmbad. Ja. Oder war Rolantica unser letztes Schwimmbad? Doch, kann das sein? Ich glaube, stand ja. Also ich glaube, sogar letztes Jahr waren wir zum letzten Mal im Schwimmbad. Ja. Und es war echt schön nach so einer langen Zeit und dann so einen geilen Ausblick auf den Bodensee. Und das war echt mega. Ja. Das war die Bodensee-Therme, wenn es euch interessiert. Ja, wir durften leider nicht filmen, also, aber die haben bestimmt das war irgendwo... wir wurden darauf angesprochen, haben ein, zwei auch Fragen gemacht. Aber wir werden die nicht reinnehmen hier, das habt ihr aber falsch gemacht, weil es nicht dürfen. Wir werden aber euch die Bodensee-Therme in einem Link zur Website da unten verlinken. Schaut euch rein, wenn ihr hier seid, echt super Therme, könnt ihr auch am Bodensee schwimmen gehen. Das ist auch ein Zugang dazu. Waren wir auch. Genau, dann Eis essen, Restaurant Oliva, wie wir vorher gesagt haben, auch unten. Einfach einen großen, als einen Spitzentag. Dafür, dass ihr heute gearbeitet habt. Dieser Sonnenuntergang ist einfach. Ja, schaut euch an. Schaut euch an. Überragend. Ja. Und mit diesem Sonnenuntergang nehmen wir euch jetzt mit zum Schluss des Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten da. Ist jetzt auch scheißegal. Ey, oh, egal. Ist auch egal. Wenn ihr uns geil findet, lasst gerne ein Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und ich würde sagen. Hört uns nicht. Genau. Platsch, platsch, platsch. Genau, wenn euch das Video gefallen hat. Ja, haben wir schon alles. Das genau, genau. In dem Sinne wollen wir euch einfach nur sagen, ciao, ciao, liebe Grüße, euer Dienstag, macht's gut. Ciao.